Kicker, ne? Okay. Hi, meine lieben Musiksnappies. Ja, wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für Sonntag, denn da heißt es... Seid ihr hier mit dem Radl da? Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Also erstmal gar nichts, weil wir selber fahren kein Fahrrad, zumindest weiß ich nichts davon. Naja, aber wir liegen auf der abgesperrten Strecke. Deshalb sind wir zu Gabi gegangen, eine gute Freundin, die hat hier ein Gasthaus, so ja, einen Kilometer hier von uns weg. Da pennen auch immer unsere Azubis. Und dann kamen wir auf folgende Idee. Lasst uns die Psy Classics Hamburg musikalisch begleiten, wenn sie vorbeibrettern. Ja, und das haben wir jetzt. Ich freue mich so hammermäßig, welche tollen Leute am Sonntag dabei sind. Und die stelle ich euch jetzt vor. Ich melde mich gleich zurück. Vorstellung kommt gleich. Ich muss mir eben die Location wechseln. War klar, dass die jetzt kommen und mich abholen. Es geht weiter. Unser Mann, ein sehr guter Freund von uns und Co-Produzent von Power Voice. Mann ist in den 60ern geboren und hat somit ein Jahrzehnt Vorsprung zu Andres. Keine Sorge, die beiden kommen nicht, aber jemand, der mit dem Mann rechts im Bild, der die Haare so offen trägt, was zu tun hat. Hier kommt die Geschichte. Jeff Harrison. Seit Ende der 70er Jahre kennt er Dieter Bohlen. Gemeinsam produzieren sie Schallplatten. Zuerst haben wir zusammengearbeitet an Songs. Damals hat sein Künstlername war Steve Benson. Und die erste Langspielplatte von Modern Talking und Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want, CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Und einige anderen. Und es war ein sehr bitterer Kampf. Bohlen weiß, wer teilt, hat selber weniger in der Kasse. Und deswegen steht Jeff Harrison nicht auf der Hülle des Albums, das den Durchbruch bringt. Alles soll dem Dieter gehören. Ruhm, Ehre, Geld. Das heute kaum bekanntes Gerichtsurteil vom 3. September 86 bringt die Wahrheit zurück in die Popgeschichte. Das erste Modern Talking Album, der Dieter und der Jeff, haben es gemeinsam gemacht. Das ist meine Geschichte, was Dieter Bohlen betrifft. Ja, der Andres und der Jeff, die lernten sich 2004 kennen. Ja, Andres schrieb 2004 damals zugunsten der Tsunami-Opfer einen Song und Jeff hat den Text dazu geliefert. Den nächsten Künstler, den kennt ihr aber. Zumindest die, die uns schon eine Weile folgen. Aber die alten Hasen hier, die kennen die Band. Ja, bestimmt. Also die Älteren unter euch, die kennen Bonfire. 100 Pro, die wurden in den 70ern gegründet und ja, war die Band in den 80er und 90ern. Unser Alex ist Leadsänger. Ja, der nächste ist Arne. Arne und Andres, die kennen sich circa, ach, bestimmt 20 Jahre. Und mittlerweile tourt er mit seinem Flügel durch ganz Europa, aber nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also am Anfang hatte er einen riesengroßen LKW in den Flügel immer rein, aber das wurde dann zu viel, weil er ja durch ganz Europa getourt ist und dann hat er sich ein Quad umgebaut. Ich kann das alles gar nicht so erklären jetzt. Ich werde es am Sonntag snappen, wenn er mit seinem Quad und seinem riesen Flügel hier anbrettert. Übrigens, das größte Kompliment, was er mal bekommen hat, war von Paul McCartney. Nächster Musiker, der am Sonntag hier ist, ist unser Vladi. Vladi ist ein Kasache aus Pianist, wollte ich gerade sagen. Ein Pianist aus Kasachstan. Und Andres und Vladi kennen sich durch eine gemeinsame Produktion von der großen Belagerung Maltas. Und jetzt krame ich in meinen Memories. Extra für euch. Sanchez, the police!
Die nächste, die ich euch vorstellen möchte, ist Lily. 16 Jahre, in Nigeria geboren, in Italien aufgewachsen und spricht Koreanisch mit den Wedding Pilots. Hammer. Ja, und die, die uns schon eine Weile folgen, die haben damals auch so viele Nachrichten an Lily geschickt und es war einfach, da ging eins Herz auf, es war fantastisch. Ja. So, bei der nächsten Vorstellung ist es so, dass die Älteren die eventuell kennen, weil die Kinder sie kannten. Ja. Es geht um Janina. Janina hat damals die Togo Clever Club auf Super RTL moderiert. Also meine Kiddies, ich meine, die sind mittlerweile 21 und 18, aber die haben das geguckt. So, und jetzt gehe ich raus an die frische Luft, eine rauchen. Und ich glaube, es gibt auch gleich Futter, denn Gabi hat schon die Pfanne angeschmissen. Hab ich mir verdient. Schnitzel, Fleisch. Ich kann euch das ja noch zeigen. Da ist der Bierwagen. Und da hinten wird unsere Bühne. In dem Hänger. Hier mal von der anderen Seite. Riesending. Wird gut. Und das ist Shahir. Rock'n'Roll. Der hilft uns immer ganz fleißig. Und als Nachtisch gibt es Schwadet Schwien. So heißt das hier. Das ist echt richtig heftig. Aber geht noch rein. So, die Anlage steht, wir können die Künstler morgen noch üben. Jetzt packe ich zusammen, jetzt gehen wir nach Hause. Und wisst ihr, wer morgen ins Studio kommt? Mein Alex. Hallo, ihr Lieben. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja, wir schalten ab. Bis morgen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Ja, ich warte hier auf Alex, ne? Der kommt gleich. Alex ist da! Hallo! Und Michi kommt extra aus Stuttgart zu uns hier hoch, klar, dass sie morgen mit dabei sein kann. Und wenn sie schon mal da ist, dann machen wir auch noch ein paar geile Aufnahmen. Und da nehme ich euch mit. Michi, falls du das siehst, du bist gleich auf Snapchat. Heißt die Michi? Mal eben zu Gabi rüber gedüst und hol Tom ab. Der ist nämlich jetzt auch schon da. Ja. Ich hoffe, der weiß, dass ich hier stehe und warte. Ja, da dürfte er hoffentlich gleich... Tom, da bist du ja! Woo! Rock'n'Roll. Ja. Was nimmst du auf? Hey! Ja! Mäuse! Hey! Ja? Leaving, knowing that I must pass this.
Hamburg. Ja, ganz fleißig heute im Studio. Ich freue mich. Auf morgen. Auf morgen. Jo. Sowas von. Bis dann. Hey zusammen. Also wir packen jetzt zusammen, düsen zur Gabi. Also bis gleich. Ja, wo laden wir denn das rein? Marion, wo laden wir das rein? Keine Ahnung. Ja, ganz schick sieht ihr aus. Schaut mal, da kommt Arne. Gestern habe ich noch davon erzählt. Und irgendwo da ist der Flügel drin. Das ist übrigens Arne sein Zuhause. Da wohnt er. Ja, weil er mit seinem Flügel durch die Welt reist. Geil. Schaut mal, unser Bühnenbanner von der Schule hängt hier. Marion, Kaffee, blond und süß, hab ich doch gesagt, so wie du. Ach nee, du warst ja schwarz. Ich habe Kaffee. Lecker. Kaffee! Tom, Kaffee. Ja, oh, fein. Das ist kein Thema, oder? Mal eine Kostprobe, so ein kleines Mini-Konzert. Ja, das mache ich. Ja, komm, wir machen mal der Weg. Ja. Arne, macht's dir was aus, wenn wir ein paar Fotos schießen? Ja, könnt ihr machen. Ich snappe ja auch. Was kann das? Nee, ist ja alles. Ach, man kann das auch alleine alles machen. Ich hätte schon ausgelegt, dass ich alleine das Ding kriege. Ja, klar. Hammer! Der fahrende Flügel. Ist das abgefahren, Schätzi? Das ist mehr wie abgefahren, ey. Abgefahren! Ist das geil. Cool. Oh, da ist deine Facebook-Adresse. Leute, hier ist Arnes Facebook-Adresse. Morgen einen Kuschelsong machen. Ein Kuschelsong? Was ist das? Ach Mensch, ja, so ein Kuschelmuschelsong. Ein Muschelsong? Ja, krass. Disco, Woo! Pogo, Dingeling, Dingeling. Oder du kannst ja nachher Kindermusik machen, wenn wir essen. Oh ja! So viel von Arne reingeschnappt habe, aber es musste sein. Es ist. Oh, meine Zigarette. Traumhaft. André Spiel. Thank you.
weil die Gabi hat uns einen lecker, lecker Feschbar gemacht. Super lecker, lecker Feschbar. Durchschauen. Bis morgen. Schlaf gut. Wir freuen uns auf euch. Schlaf gut. Ciao. Tschüss. Guten Morgen. Ja, während die anderen draußen aufbauen, werde ich ein paar Songlisten erstellen. Haben wir nämlich gestern nicht. Die Straße wird abgesperrt für die Radler. Stopp, stopp. Bei dem Klavier, wenn du da weiter hoch gehst, da sind irgendwie 2 Uhr. 1 Uhr, ja? 12 Uhr. 12 Uhr schnell. Ja. Okay, dann versuchen wir nochmal. Mal meinen Kram zusammenpacken und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher. Von daher. Da fahren sie und schwupps sind sie weg. Recht herzlich begrüßen zu unserem Mini-Open Air. Wir werden euch heute den ganzen Tag. Don't let me go. Prepare so they see. Prepare so they know. A dream about change. We through love high. A mama's dancing. Baby on the shoulder. Das ist Elias, ein Asylsuchender, seit einem Jahr in Deutschland, den haben wir eingeladen. There was truth in me, of every member. There was honesty in every word. There was a dancer. There was truth in me, of every member. There was honesty in every word. There was a dancer. Hat sich nicht gut angehört dafür, dass ihr es nicht lange macht. Lilly, wie alt bist du? Die Dame neben mir ist 16. Jody's on the way, Johnny. Oh,
disillusion in a red is gonna bring us, let it be. Why don't you be you? And now me. Die heißt The Rattles. Ich bin aber der Einzige hier von den Jungs und ich habe meine. Meine singt von Rain und alles wird nass. Ja, zeichnen. Und jetzt gehe ich auch musikalisch in der... Aber, wenn Sie auf die Texte hören, kann das ganz lustig werden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Wo ist denn mein... Ah, okay. Ich habe vom Staunen und dann können wir eigentlich loslegen. Mir zur Seite steht Hans Gedon an den Tasten und... Nikodemus reist nach Afrika. Sie sagt, die musst du wirklich nach den Tropen fort. Ja, sagt er, ich such Käfer dort. Da schleicht sie sich ganz dicht her. Aus und stech dich damit tot. Dann nehm ich einen Lippenstift und mal dich damit rot.
mittags mal, so spricht der große Häuptling Zizibambula zu seiner Großmama. Die kommt. Ja. Mal sehen, ob er die Bühne hochkommt. Geh ruhig an der Seite hoch, dann muss ich meinen... Nicht so ernst sehen, aber andererseits muss man ein bisschen Spaß haben, ne, Manni? Manni ist immer sehr ernst. Wie weiß man denn groß? Let me go. Das hat er gerade verstanden. Cause you don't care. Unchain my heart. Let me go. Set me free. Unchain my heart. Bom, bom, bom. Man kennt ihn nicht, aber ich versuche trotzdem an der Bühne Film zu geben. Genau. Manne Kraske! Are you ready? Eine Song, die ich vor 15 Jahren, glaube ich, gesungen habe. Es ist, ach, hier kommt der Text. Wie kann knows what tomorrow brings in a world when it's real, I can't. Weißt du noch damals, wir waren in Berlin?
Ah, das ist Ost-Berlin oder West-Berlin? Das ist Ost-Berlin. Ja, genau. Stop my music, hier bei der Ost-Berlin. Und da sind wir mit dem Hund spazieren gegangen. Da lag still alles viel runter. Im Regen. Und das war dein Pass. Und die Idee.